Willkommen zurück zu Deus Ex. Wir suchen den NSF-Stützpunkt im Westen. Um zu überprüfen, ob Paul die Wahrheit sagt oder nicht. Westen ist da drüben. Ich wollte mich jetzt aber mal hier in Hell's Kitchen mal noch ein bisschen umschauen. Zum Beispiel könnte ich ja jetzt hier runtergehen. Und ich frage mich, ob es hier irgendwas Neues gibt. Na? So, jetzt. Okay, die Gegner sind immer noch da. Moment. Ist das einer von MJ12? Ich bin mir nicht ganz sicher. Haha, 60 Fähigkeitspunkte fürs Erforschen. Thermo-optische Tarnung, sehr praktisch. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Leichen sind von mir. Aber die Kisten sind auf jeden Fall neu. Munition. Mist, ich habe bereits genug. Aber in dem Magazin ist nur noch ein Schuss. Und da habe ich wirklich genug Munition, glaube ich. Mist. So, jetzt habe ich immerhin 6 Schüsse statt einen in dem Magazin. Und das Wasser da unten sieht immer noch so dreckig aus. Da will ich jetzt nicht wirklich hin. Komme ich da irgendwie rüber? Moment. Da gab es doch den Weg hier. Genau. Das Sicherheitssystem scheinbar gibt es nicht mehr. Dafür gibt es einfach Schall. Oh, das hier gibt es noch. Okay. Eine weitere Leiche. Und die Laserschranken hier, die waren früher ein bisschen höher. Das heißt, man kann da jetzt nicht mehr so einfach durchschleichen, ohne gesehen zu werden. Und ich will einfach mal gucken, was passiert, wenn ich mich hier umschaue. Pff, Gasgranate, eine Biozelle. Moment, ich muss das hier gerade mal ausschalten wieder. Die Tempoerhöhung. Und hier ist eine bioelektrische Zelle. Ich würde gerne die Tempoerhöhung benutzen, um hier rauszurennen. So, wunderbar. Und ich glaube, für die 60 Erfahrungspunkte und die Biozelle hat sich das doch sogar tatsächlich gelohnt. Gar nicht so übel. Ich dachte eigentlich, es wäre sinnlos. Hey, ah. Mr. Unatco Man, you guys going after Jojo? I'm not going after anybody. That's pretty logical. Him being hit out in the ton. Jojo Fine of the NSF? The whole street's a Unatco security zone. That's why they sent me down here. They're gonna take that punk out and no one's gonna miss him. Okay. Eine Code-Tafel, um da reinzukommen. Ich glaube aber, ich habe den Code nicht dafür, für in die U-Bahn. Vielleicht kann man den ja irgendwo finden. Da hinten? Bei den wunderbar. Die Bioenergie ist mir in letzter Zeit ja so ein bisschen ausgegangen. Schön, dass ich da jetzt mal ein paar Zellen finde, um die in Zukunft wieder aufzufüllen. Hier gibt es immer noch keine Tür. Vielleicht gibt es ja hier hinten noch irgendwas Neues. Ein Basketball. Ich probiere es nochmal. Was kann schon schief gehen? Yay! Oh, nein, doch nicht. Na komm, ein Versuch. Nein. So. Yippie! Wobei, der war ja streng genommen nicht wirklich drin. Hier gibt es keine Gegner. Ich frage mich auch so ein bisschen. Die Container sind wieder ganz. Wer die wohl repariert hat? 4 Dietriche. Das geht billiger. Wunderbar, noch eine bioelektrische Zelle. Ein Multitool, großartig. Dietriche, davon habe ich 20. Das heißt, den brauche ich jetzt nicht. Was war das gerade? Warum konnte ich die nicht aufschießen? 2 Schüssen. Hier unten sollte der, wie heißt der? Smuggler heißt er, genau. Smuggler sollte hier unten sein. Mal gucken, ob es den auch gibt. Ich meine, ich war jetzt schon eine Weile nicht mehr hier in Hell's Kitchen. Vielleicht gibt es doch hier irgendwas Neues. Außer bioelektrischen Zellen und so. Zigaretten, Feuerlöscher, Whisky,
Lichtschalter? Zwei Tools. Na, sehe ich nicht ein. Ich hab doch die Tempoerhöhung. Und damit kann ich sogar hier drüber springen. Oh, die Tempoerhöhung auf maximalen Level ist so eine coole Sache. Nochmal 20 Fähigkeitspunkte für hier. Gut. Okay. Ich glaube, das tut er. Also, Paul soll sich in den nächsten Stunden ein bisschen verstecken. Aber ich glaube, das tut er gerade im Hotel. Oh, und im Hotel soll Jojo sein, meinte gerade hier eine Dame vor der U-Bahn. Da sollte ich vielleicht auch gleich nochmal vorbeischauen. Der hatte ja ein bisschen was mit dem mit der Tochter des Hotelbesitzers. I've heard talk of a raid on the town. Schokoriegel. Meine Gesundheit ist nicht wirklich voll. Im Prinzip brauche ich alles davon, außer die Gasgranaten. Also weg damit. Den Schokoriegel würde ich gerne benutzen für 2 Punkte. Wo habe ich denn den Schaden gekriegt? War ich nicht gerade voll geheilt? Ach, egal. Wird schon passen. So, einen Dietrich brauche ich immer noch nicht. 5 Tools. Nö, aber die Soda nehme ich, um mich zu heilen. Und ich habe rausgefunden, als ich mich... Also ich informiere mich immer so ein bisschen, wenn ich Levels hier durchgeschafft habe, was ich übersehen habe. Und eine der Sachen war dieses Versteck hier, was mit dem Code-Patter eigentlich aufgeht. Das soll wohl öffnenbar sein, das soll wohl einschlagen können. Allerdings scheint es jetzt gerade nicht zu klappen. Das wiederum funktioniert. Da gibt es Ballistikpanzerung, brauche ich nicht, aber Waffenmodifikation, Magazinvergrößerung hätte ich gerne auf der Pistole und den Rückstoß wieder auf dem Snipergewehr. Die Ballistikpanzerung, nee, die brauche ich nicht. Und übrigens, Jojo, tut mir leid, nee, nicht Jojo, Smuggler, tut mir leid für den Schaden. Und jetzt mit der Tempoerhöhung und der Sprunghöhenerhöhung sollte ich in der Lage sein, und das bin ich offensichtlich, hier hochzukommen und aus dem Fenster zu schauen und vielleicht sogar rauszugehen und zu sehen, wohin das führt. Aber mir scheint, die Fenster hier sind nur Attrappen. Zumindest das hier. Ups, da hätte ich besser die Tempoerhöhung angelassen. Wo habe ich gespeichert? Ist eine Weile her. Gibt bestimmt irgendwo einen Minibot, der mich heilt. The best thing is to stay out of your neck, Cosplay. Kannst du mich heilen? Nee, ne? Natürlich nicht. Na, wird schon schief gehen. Selber schuld. Immerhin. Da! So viel dazu. Da kann ich eben nicht drüber springen, aber ich bin schnell genug außer Reichweite, damit mir das nichts anhaben kann. Genau, deshalb wollte ich gerade öffnen, um hier aufzuladen. Nachdem ich jetzt mit den Implantaten ein bisschen Bioenergie verbraucht habe. Whisky. Einen benutze ich mal, um mich zu heilen. Hält hier nicht so lange an, zum Glück. Dafür brauche ich aber jetzt hier Licht. Okay. Es gibt jetzt genau 2 Sachen zu erledigen. Nein, 3 sogar. Ich würde gerne in die U-Bahn, dafür brauche ich aber den Code. Das andere ist hier der Jojo. Ich habe Angst, dass der in dem Hotel irgendwie Unsinn macht, weil der ja mit der Tochter von dem Hotelbesitzer schon mal Stress hatte. Und deswegen würde ich da gerne noch kurz vorbeischauen, falls sich da irgendwie ein Streit ergibt, damit ich da schlichtend eingreifen kann. Das andere, wie gesagt, die U-Bahn und natürlich dann die Hauptquest. Die Hauptquest, ins NSF-Quartier gehen oder ins NSF-Lager gehen und gucken, ob Paul recht hat. And what is he? He's Jojo, God. I don't like him staying in my hotel. Credits. Then evict him. Oh. How'd you get mixed up with someone like that in the first place? Mind your own business. What's the trouble? None of your business. One of the neighborhood thugs, Jojo. He thinks he owns the block. I can straighten him out. Just tell me where he is. I get some rough people in here, but this guy, I don't know, he's jumpy. He's just a punk. I'll take care of it. Can you help me out? I could really use a gun for protection. Nee.
Nee, ich geb dir keine Waffe. I would rather not arm a civilian. Vor allem hätte ich die gerne für mich selber behalten. You weren't gonna shoot nobody anyway, Jesus. What am I going to do? Besides, it's against the law for civilians to carry weapons. Was? Tell that to the gangsters. He wasn't gonna stand up to JoJo anyway. Das ist mir neu. Aber mal gucken, wo der ist. Hier wahrscheinlich nicht in dem flackernden Licht. Da wird, glaube ich, jeder verrückt. Aber es gibt hier, yay, ein Multitool. Damit habe ich 18 Multitools auf 20 Dietriche. Gibt es hier oben noch was? Sieht nicht so aus. Ah, nee, es geht ja noch höher. Letztes Mal war ja da oben auch noch was. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber da war was. Und jetzt gibt es hier einen Waffenmodifikator. Präzision für die Pistole. Wunderbar. Hey, das lohnt sich sehr, sehr gut, sich hier gut umzuschauen. Das gefällt mir an dem Spiel. Das da ist, glaube ich, Pauls Zimmer, wenn mich nicht alles täuscht. Das lasse ich einfach mal zu. Da guckt jemand lustige Kinderfilme. Habe ich dafür den Schlüssel? Ich glaube ja. Ja. Aber da ich nicht weiß, ob JoJo sich hier rumtreibt, ziehe ich mal lieber die Waffe. So, ja, Nabo. Wunderbar. Ich bin ja gerade ein bisschen angeschlagen. Zugeben. Selber dran schuld. Aber kein Grund, das Ganze nicht zu heilen. Oh. Das sieht nach Junkies aus. Das Fenster ist zu. Tod und Tod. Haben wir irgendwas dabei? Nee. Nein, gibt's auch nichts. Und hier gibt es ein Medikit. Wunderbar. Unter der Tür? Nein. Super. Hier war letztes Mal irgendwo ein Datenkubus. Aber ich glaube. Keine Ahnung. Es hatte gerade da irgendwie Blut rausgeflossen oder so. Habe ich mir wahrscheinlich eingebildet. Genau, diesmal liegt da kein Datenkubus. Ah, da ist JoJo. Na, alles klar. Du hast die Pistole. Ey! Du schießt hier in ihr ab. Nur um das klarzustellen. Eine Stealth-Pistole. Habe ich die nicht weggeworfen? Die brauche ich nicht. Aber wenn ich sie hier wegwerfe, kannst du sie auch aufnehmen. Also kann ich sie dir auch geben. Hallo, würdest du bitte mit mir reden? Würdest du mit mir reden? Niemand redet mit mir? Okay, niemand redet mit mir. Hier, kann er behalten. Das wird zu schwach. Die macht weniger Schaden, ist ungenauer. Hat, glaube ich, ein größeres Magazin als die normale Pistole, aber mit den Waffenmodifikatoren ist die normale Pistole alles in allem mittlerweile, glaube ich, deutlich besser als die Stealth-Pistole ohne die Modifikatoren. Deswegen würde ich mich gerne einfach an die normale Pistole halten. Zumal ich ja eh nicht der Schleichtyp bin. Polizei, bitte nicht reingehen, nicht durchgehen. Okay. Darüber kann ich aber immer noch rein, oder? Das Glas kann ich zerbrechen. Aber die Gitter vermutlich nicht. Interessant. Und du bist ein UNATCO. Your buddies at UNATCO asked us to steer people away from the Tan. Okay. Warum sollen die Leute von dem Hotel weggebracht werden oder weggeleitet werden? Wegen Paul? Wahrscheinlich. Paul. Okay. Die Klinik ist zu, wie man sieht. Und dann gibt es ja noch die Bar. In der Bar war ich jetzt noch nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist hier ein blödes Loch, wo man reinfallen und sich das Bein brechen würde. Diese Gefahr würde ich gerne verhindern. Und mich dann in der Bar umschauen. Oh, die Musik klingt schon mal böse. Böser als letztes Mal. Wobei, erinnert ein bisschen an Matrix. Hier gibt's nichts. Ist da jemand? Sieht nicht so aus. Hier liegt aber auch nichts rum. Okay. Waffen sind da drin nicht erlaubt, deswegen lasse ich die jetzt einfach mal stecken. So, dann kann ich sie mal aufziehen. Hey! Here's a tip for free.
take cover. Yanako's about to do a raid. Ich bin Yonako. Muss ich davon darüber nicht Bescheid wissen? Wenn das wahr wäre? Yay, Billard spielen! So nicht. Kleiner Tipp, so funktioniert das nicht. Man muss die anderen Bälle auch treffen. Ja, besser. Na, die Physik ist doch so ein bisschen... lässt so Bildschirm übrig. Das würde besser gehen. Aha, was ist das? Millennium Magazin. Was es da wohl gibt im Millennium Magazin? NSF hat Hauptquartier. Okay. Achso, das war das. Millennium Magazin. Ja, nichts Interessantes. Bisschen Sojanahrung. 5 Punkte heilen. Der Pilot ist natürlich weg. Der ist ja mittlerweile. Perfect. Someone who can tell me about the raid. Like I said before, I don't talk to the press. Why are they closing down the street and shutting down the bar? What could be worse than the fighting earlier this evening? I wish I had an answer to that, but even if I did, it wouldn't be any of your business. Genau, der ist ja mittlerweile wieder bei Yonako, der Pilot, und ist genau der Hubschrauberpilot, der Tracy Denton hier die ganze Zeit hin und her fliegt. How about I interview you? Tell me what you've dug up on the raid. What's the matter? Did they leave you out of the loop? I'm the one asking the questions. Must be a high-level operation. I'd sure like to know what it is. All right, forget it. I'll find out on my own. Ach komm, erzähl mir doch irgendwas. Place is almost empty. I could sure use better contacts at Yonako. Ja, nee. Geheimhaltung und so. Schokoriegel. Wie viel fehlt mir eigentlich noch? Okay, schon eine ganze Menge. Vielleicht sollte ich doch entweder ein Medipack benutzen oder zuschauen, dass ich wirklich einen Heilungsspot finde. Hey, you know the. I already took care of that punk Jojo, if that's what you mean. Really? He's dead? Yeah. I'm just glad to see that someone gives a damn about the Rentons. Yonako seems to think they have bigger fish to fry. Nee, das ist zu teuer. Du kannst mich komplett. Da habe ich genug Munition. Es sei denn, du kannst mich komplett heilen für 20 Credits. Das würde ich nehmen. Meinetwegen auch 100 Credits, je nachdem, wie viel ich hier finde. Okay, Jojo ist also tot. Damit ist, glaube ich, der schlimmste Kriminelle in dem Viertel gerade ausgeschaltet. Abgesehen von Tracy Denton offensichtlich, der hier einen Geldautomaten nach dem anderen hackt. Das ist nicht ganz die feine Art, zugegeben. Aber hey, von dem Geld kann ich mir bestimmt irgendwann irgendwas ganz Tolles kaufen. Gibt es hier vielleicht den Code zur U-Bahn? Ich glaube ja nicht, aber LaGuardia ist der Flughafen? Nö, auch hier nichts. Schade. Ich würde ja echt gern runter in die U-Bahn und wissen, warum die so abgesperrt ist. Gab es da irgendwie einen Hintereingang? Nein. Oder ist das... Ah, Moment! Ich muss doch irgendwie nach Battery Park. Falls ich rausfinde, dass das mit der NSF stimmt, was Paul sagt. Und für zum Battery Park brauche ich die U-Bahn. Also würde ich mal spontan vermuten, dass ich den Code für in die U-Bahn-Station im NSF-Hauptquartier finde. Wenn überhaupt. Gut. Ich habe mich draußen überall umgeschaut. Das schreit nach einem richtigen Speicherstand. Und jetzt möchte ich doch mal schauen, wo das hier hinführt. Ich weiß, der Zwergesel ist gerade ein bisschen voraus. Deswegen habe ich die letzten 2-3 Folgen von ihm noch nicht angeguckt, weil ich mich nicht spoilern wollte. Insofern weiß ich jetzt gerade, obwohl die Folge erst nach Sein kommt, erst nach Sein aufgenommen wurde, weiß ich jetzt gerade nicht, was mich hier ganz erwartet. Da hinten ist wieder Zeug. Den kleinen kann ich nicht nehmen. Aber dann wieder nicht ran. Was haben wir hier? Das brauche ich nicht. Kann ich da vielleicht ein Magazin... Nee, auch das lohnt sich nicht. Das Magazin hat, glaube ich, nur 4 Schuss bei der Schrotflinte.
Genau, und einen muss ich sowieso rausmachen, damit ich die Munition tragen kann, weil sonst zu viel wäre. You off to Hong Kong. Had to pack a few things. What's going on here? Damage control. The NSF got their hands on some pretty sensitive material. Probably had something to do with my two-faced brother. Nothing we can't clean up. Mind if I take a look around? Ach, wie schön, dass die ganzen UNATCO-Leute den Tracy einfach vertrauen. Was ich gerade sagen wollte, genau, die Munition hier aufzunehmen lohnt sich nicht. Ich müsste einen Schuss abgeben, hätte danach genauso viel Munition wie jetzt davor. Das heißt, ich lasse hier einfach mal liegen, falls ich nachher die Schrotflinte gebrauchen werde, kann ich ja immer noch zurückgehen, mir die Munition schnappen. Da irgendwas? Nein. You'll need to send the signal from the satellite dish on the top of the warehouse. If you're unable to hack the computers up there, you'll need the instructions and account information Lebedev sent me. One of our agents who tried to send the signal but got run off left the data cube in a secret area below the garage. Look for a hatch under some boxes. A computer on the third floor can unlock the hatch. Okay. Im dritten Stock gibt's einen Computer. Da würde ich gerne mal kurz hoch. Also hier hoch. Nicht da zum Computer. Da natürlich auch, aber jetzt gerade noch nicht. Aber das sah gerade nur so aus wie eine Stufe. So richtig praktisch ist das irgendwie nicht. Was liegt da? Der sieht anders aus. Nö, nichts Besonderes. Okay. Da hinten ist irgendwie auch nichts. Gibt's da oben irgendwas? Das sieht so aus, als könnte man da irgendwie hochklettern, aber... Oder auf die Laterne oder drauf, aber da ist halt nichts. Das ist wahrscheinlich möglich, aber es bringt halt nichts. Ah, da geht's rein. Aber ich suche die Garage. Das ist eine Attrappe. Da ist auch nichts. Gibt's hier noch was? Nein. Gibt's hier hinten noch was? Nein. Okay, dann gehe ich einfach mal hier hoch. Ein Freund. Just keep him busy. Okay. Was habe ich hier? Sniper-Munition. Und davon habe ich genug, oder? Wie groß ist das Munition? Magazin 30. Auch hier genau das gleiche wie bei der Schrotflinte gerade. Mist, mir fehlt der Schlüssel. Ich müsste 5 Schüsse abgeben, also einmal abdrücken, um ein Magazin mehr zu haben. Danach hätte ich genau gleich viel Munition, wie ich jetzt habe. Das heißt, ich werde jetzt gucken, dass ich entweder das Sturmgewehr oder die Schrotflinte benutze, falls ich Waffengewalt brauche, damit ich da die Munition gleich wieder auffüllen kann. Ups, da war das Mausrad zu langsam. Schutzanzug, der ist doch für in... Damit könnte ich in die Kanalisation runter und gucken, was ich dort so finde. Unten im Wasser. Raketen. Aber das ist ein zu großer Umweg. Das lohnt sich jetzt meiner Meinung nach nicht. Das sieht aus wie die Luke. Ich glaube, da will ich gleich rein. Die Fässer sind gefährlich. Ich will meine Kollegen hier nicht umbringen. Selbst falls Paul recht haben sollte. Ups. Nein! Nein! Na, immerhin kann ich jetzt mit dem Schutzanzug hier gefahrlos in den Toilettenbogen schnüffeln, ohne dass mir schlecht wird. Aha! Ein Nanoschlüssel für NSF-Keller-Hauptquartier. Interessant. Also lohnt sich's doch tatsächlich, sich in den Toiletten umzuschauen. Es lohnt sich, in den Toiletten umzuschauen, habe ich gerade gesagt. Falls das nicht durchkommen sollte. Das würde ich jetzt gerne ablegen. Klappt aber nicht. Deswegen schmeiße ich kurz den Raketenwerfer weg. Und dann möchte ich mich einmal heilen. Wie fällt mir jetzt noch? Es sieht schon besser aus, aber immer noch nicht wirklich gut. Mal gucken, was ich noch so alles finde an verzehrbarem Heilungsmaterial. Also da unten ist UNATCO. Das scheint auch UNATCO zu sein. Da ist der Server drin, nehme ich an. Oder der Computer, von dem aus ich die Luke öffnen kann. Nein, warte, wir waren im dritten Stock. Nicht im zweiten. Die Möglichkeit, die Luke zu öffnen. Medical Session. Würde mich mal interessieren, was es da drin gibt. Ich glaube, das geht nicht kaputt, aber wozu denn? Hier geht doch die Tür auf. Ein Server. That's a dumb question. No, really.
What does UNATCO need with that kind of money? Just look around. Think UNATCO would be handing out assault guns if funding was left of the UN? Well, the uniforms. If it wasn't for Simons, we'd still be wearing those little white helmets. Yeah. He's what they call a philanthropist. Axe this file? Yeah, all of it. The whole directory. What I want to know is what he gets in return. Don't you know what a philanthropist is? Yeah, like Nietzsche. No, a philanthropist. Giving to charity. Oh. Well, that's why he volunteered for FEMA, to help out after hurricanes and that kind of thing. Yeah, good old. That's a lot of money to just give away. Some people are just good, you know? Good to the bone. Yeah, genau. Ja, nur weil jemand viel Geld spendet, heißt es noch lange nicht, dass er gut ist oder gute Absichten verfolgt. Wie komme ich da rein, ohne vier Dietriche zu verschwenden? Ich könnte es aufsprengen mit einer Lähm oder einer Rakete, da hinten gibt es Zeug. Die Frage ist, lohnt sich das? Eine Biozelle, ein Datenkubus? Übrigens, hier die ganzen Präzisionsmodifikatoren drauf, schwankt kein bisschen. Und da ohne Präzisionsmodifikatoren und zugegeben auch schlechter ausgebildet. Schon ganz schön. Ich probier's mal mit einer Rakete. Vielleicht sollte der Typ da vorher aus dem Weg gehen. Ich würde nicht töten. Ja, ja, komm. Schneller. Nein, nicht auf den. Auf die Tür. Okay, die Explosion ist ja zum Glück relativ klein. Ich will für alle Fälle gleich schon mal eine Rakete nachlegen. Wer weiß, ob ich das irgendwann nicht schnell brauchen könnte. Ah, es hat immerhin beide Türen erwischt. So, was gibt's denn hier? Einmal die Biozelle. Die wird sicher noch praktisch. Und dann ein Datenkubus. Das Sicherheitssystem. Login T. Jefferson. Das Passwort New Revolution. Okay. Von Young an Decker. Young war, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. In irgendeinem Datenkubus. Weiß aber gar nicht mehr, welcher das war. What? Warum kann ich den nicht aufsprengen? Oh. Türstärke unendlich. Alles klar. Dann lade ich da gerade nochmal. Und wiederhole das Ganze nochmal, ohne die Rakete zu verschwenden. Nein, ich will immer noch nicht den Typen abschießen. Reicht das an Abstand? Bestimmt, oder? Na klar reicht das. So, jetzt wieder Rakete nachfüllen und wegstecken. Zack, zack. T-Jefferson, New Revolution. Damit kann ich mich wahrscheinlich oben dann einloggen. Ohne die ätzende Zeitbeschränkung beim Hacken zu haben. Also da drin geht's offensichtlich weiter und wie ich nun mal so bin, würde ich gerne erst nach ganz oben gehen. Da gibt's bestimmt noch ein paar... You're not clear to be up here, Agent. Ich gehöre zu euch, das ist schon okay. Das ist okay, ich darf hier sein. Das ist ein Order vom Chef. Alles gut. Munition? Oder muss ich da rein? Howdy, Agent. Yes, you have the command. Ach nee, warte mal. Da müsste ich theoretisch das Signal senden, wenn ich es senden wollte. Crime scene unit personnel. Okay, also gehe ich erstmal da runter, öffne die Luke und schaue mich im Keller um. Hinter der Luke. We will report this intrusion to Walton Simons. Ja, mach ruhig. Wir sind Freunde. Das ist alles okay. Mist. Hallo im Computerraum. Das Betreten des Raums und Schutz also ist lebensgefährlich. Verwenden Sie Atemgeräte oder pumpen Sie das Gas ab. Okay. Atemgerät habe ich leider nicht mehr da. Ach, den habe ich jetzt in der Hand. Den Schutzanzug habe ich leider abgelegt. Aber ich sehe gerade, ich kann mich hier komplett einmal heilen. Oh, und ich kann das Ganze natürlich auch abpumpen. Das ist natürlich noch einfacher. Wie gut, dass es noch eine zweite Möglichkeit gibt. Eigentlich sogar drei. Was genau will ich hier drin? Okay, das sollte anbleiben. Lustig, wie es sofort zurückkommt.
Ich dachte, ich soll hier... Ach da, da, da bin ich doch. Jetzt muss ich gerade noch gucken, wie war das? Das war... T. Jefferson. Das kopiere ich einmal. T. Jefferson, aber ohne Komma. New Revolution. Kamera brauche ich nicht. Tür offen. Ist das das da unten? Tatsächlich. Wow. Alles klar, dann ab nach draußen. Kannst du mich noch mal kurz heilen? Ja, mir fehlen nur 10 Punkte. Das kann ich schon mal ausstellen, damit mir da keiner hinterher spioniert. Und dann heile ich mich noch mal eben. Und dann speichere ich doch noch mal. Für alle Fälle. Ist mein Implantat eigentlich gut genug, um den Fall auszuhalten? Ja, wunderbar. Weil hier kann ich mich ja eh wieder vollständig aufladen. Also, nochmal speichern. Und ab nach unten. Ich glaube, ich nehme jetzt auch schon lange genug auf für einen Folgenschnitt. Und ich hoffe, dass der Zukunftsfummelkusch, der diese Folge schneiden wird, diese Folgenschnittanweisungen nicht wieder erfolgreich ignoriert. Und deswegen sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.